Straßenbahnen. Bis Ende der 50er Jahre erfuhren sie einen gewaltigen Siegeszug. Doch dann kam, für viele unerwartet, eine neue Betriebsordnung. Vor allem kleineren, finanzschwächeren Kommunen blieb oft kaum eine Wahl. Schnell mussten sie von dem innerstädtischen Schienenverkehr Abschied nehmen. Die zweite große Welle gegen die Straßenbahnen folgte dann Anfang der 70er. Viele Städte setzten plötzlich allein auf die U-Bahn. Die Straßenbahn wurde an die Peripherie verdrängt. Das moderne verkehrspolitische Ziel war klar definiert: die schienenfreie Innenstadt. Ein Fehler? Zumindest erlebt die Straßenbahn heute in vielen Innenstädten eine fast fabulöse Renaissance. Beispiel München. Hier wurde erst 1993 die Linie 17 stillgelegt. Mitten in der City wurden die Gleise demontiert, doch nur wenige Monate später kam man zu der Erkenntnis, das war ein Fehler. Und die Stadt zeigte Mut. Wir haben sie dann 1996 wiederbelebt, mit Erfolg. Die Fahrgastzahlen sprechen dafür. Wir haben in den letzten 2 Jahren ein so hohes Fahrgastaufkommen gehabt, dass wir sie dieses Jahr im Frühling sogar auf einen 5-Minuten-Takt verdichtet haben. Vor allem der Münchner Einzelhandel hat für den Erhalt der Tram gekämpft. Die Stadt sei mit ihr noch unmittelbar zu erleben. Im Tunnel sehe man nichts. Geschäfte, die ich nicht sehe, steuere ich auch nicht mehr an. Es zeigt sich nur immer wieder, dass Erreichbarkeit ein wichtiger Standortfaktor für den Handel ist. Das heißt, dass wir haben Erfahrungen darüber, dass wenn in der Nähe der Einzelhandelsstandorte oder direkt vor dem Laden eine Straßenbahnhaltestelle ist, dies natürlich ein positiver Faktor für die Standortqualität dieser Lage darstellt. Anders dagegen die Position der Industrie- und Handelskammer. Sie befürchtete zunächst, Straßenbahnen in der Innenstadt rollen auf Kosten des Individualverkehrs. Das sei nicht hinzunehmen. So mischte sich die IHK bei den Planungen auch kräftig ein. Mit dem Ergebnis: Heute haben wir glücklicherweise einen Zustand, dass wir sowohl Fahrspuren erhalten als auch Parkplätze erhalten und durch intelligente Ampelschaltungen es erreichen, dass wir wirklich die Straßenbahn neben dem Individualverkehr ihre Vorteile ausspielen kann und auch der Individualverkehr nicht belastet wird. Dass Anfang der 80er Jahre die Trambahn sterben sollte, davon will heute in München kaum jemand etwas wissen. Die Tram in München ist ein wichtiges Bindeglied zwischen den Verkehrsmitteln Bus und U-Bahn, nimmt mehr Fahrgäste auf als der Bus, ist flexibler als die U-Bahn, fährt an der Oberfläche. Also ich sage jetzt mal, ist einfach nicht mehr wegzudenken. Noch extremer dachten Verkehrspolitiker in Frankfurt um. Hier hatte sich die tonangebende CDU Mitte der 80er ganz fett die schienenfreie Innenstadt auf die verkehrspolitische Zielfahne geschrieben. Das Ziel war auch fast erreicht, da wurde das erste City-Straßenbahnstück auch schon wieder neu gebaut. In den 80er Jahren wurde die Straßenbahn in der Innenstadt weitgehend stillgelegt und durch U-Bahnen ersetzt. Dabei ist auch eine ganz markante Lücke entstanden, die jetzt im September 99 als Neubau über 750 Meter wieder geschlossen wurde. Und es war keine geringere als CDU-Oberbürgermeisterin Petra Roth, die die Strecke feierlich eröffnete. Vor 4 Jahren war sie noch erklärte Gegnerin des Projekts. Nun fiel kein Wort mehr zur schienenfreien Innenstadt. Vielmehr: Die Tram hat in Frankfurt bewiesen, dass sie lebensfähig ist. Und die Straßenbahn führt ein Stück Urbanität in das Herz der Stadt zurück. Für ihre Parteifreunde ist die Oberbürgermeisterin damit zwar etwas zu forsch in die Offensive gegangen, doch auch in der Fraktion ist der lautstarke Kampf gegen sämtliche Citygleise verstummt. Ich glaube, dass jetzt angesagt ist, dass eine Verkehrspolitik mit Vernunft und nicht mit Ideologie. Und deswegen würden wir auch nicht sagen, wir wollen überhaupt keine Straßenbahn, sondern wir sagen, wir wollen genau hingucken, was ist an dieser oder jener Stelle die richtige Entscheidung. Frankfurt, darin sind sich Politiker aller Couleur einig, hat gelernt. Die Frage durfte niemals lauten, Straßenbahn oder U-Bahn in der City, sondern wie verknüpfe ich beide Verkehrsmittel sinnvoll, dass sie sich optimal ergänzen. Ich bin der Meinung, die U-Bahn sollte dort eingesetzt werden, wo sie wirtschaftlich und verkehrstechnisch richtig ist. Wir haben solche Strecken in Frankfurt, aber wir können die Stadt nicht mit der U-Bahn insgesamt erschließen. Und da ist die Straßenbahn ein ganz wichtiges Verkehrsmittel, übrigens auch hochbeliebt bei den Bürgerinnen und Bürgern.
Die Straßenbahn gehört zu einer lebendigen Innenstadt. Und es gibt so unendlich viele Beispiele in europäischen Städten und Großstädten, wo das praktiziert wird mit Erfolg. Schienenfreie Innenstadt. Das Thema ist in Frankfurt vom Tisch. Zumal die Main-Metropole neben der neuen, erweiterten Linie 12 schon lange mit der Linie 11, ihrer überaus bekannten Altstadtstrecke, Öffentlichkeitsarbeit betreibt. Die Linie 11 ist wirklich so zu einem Spiegelbild der Stadt geworden. Sie durchquert sie von Ost bis West, berührt eben auch alle markanten Punkte im Industrieviertel, das Bankenviertel, die sozial schwierigen Viertel. Und ist auf diese Weise wirklich schon so ein bisschen zum Fernseh- und Hörfunkstar Frankfurts geworden, weil sie einfach dieses gesamte Spektrum von vorne bis hinten abdeckt. Die Straßenbahn kehrt zurück, auch dort, wo sie schon fast ein halbes Jahrhundert totgesagt war. Heilbronn. Im Jahr 1955 hatte die Stadt bereits voll auf den Stadtbus gesetzt. Seitdem rollte keine Straßenbahn mehr über oder entlang des Neckars. Doch seit 2 Monaten liegen auch in Heilbronn wieder Gleise. Hier haben CDU und SPD Hand in Hand geplant und beide sprechen stolz von einer historischen Entscheidung. Die Innenstadt von Heilbronn ist ja unser Herz, das Herz dieser Stadt, auch das Herz des Einzelhandels, der Dienstleistungen. Die öffentliche Verwaltung sitzt in der Innenstadt. Es sollen dort auch in Zukunft die Kunden auf bequemste Art und Weise hereinkommen. Und was gibt es Bequemeres und Direkteres und Stabileres als ein schienengebundenes Nahverkehrssystem? Also haben wir uns für die Stadtbahn entschieden. Und die rollt dann zum Teil wieder auf den gleichen Straßen wie vor 40 Jahren. Mitten durch die Stadt. Auch durch die Fußgängerzone. Die Straßenbahn, das ist sicher, sie wird Heilbronn verändern. Nicht nur verkehrstechnisch. Die Straßenbahn wird ein Teil der Stadt und damit auch ein Teil der Stadtkultur. Welchen Beitrag eine Straßenbahn zum Flair einer Stadt leisten kann, wird am besten in Erfurt deutlich. Hier, in der Innenstadt, hat die Politik schon in den 70er Jahren allein auf die Straßenbahn gesetzt. Und dieses System wird nun noch einmal ausgebaut. Busse sind schon eine Alternative, aber nicht im städtischen Bereich hier in Erfurt, denn die Straßen geben dieses nicht her, dass hier noch Busse fahren können. Sie können praktisch nur auf den 2 Ringen in der Stadt Erfurt fahren. Sie werden bis zu zentralen Punkten fahren, wie zum Beispiel den Domplatz oder den Bahnhofsvorplatz. Und dort steigt man die Straßenbahn um. Und ich glaube schon, ohne die Bahn wäre die Stadt Erfurt nichts. Durch die Fußgängerzone, direkt am Rathaus, an vielen Cafés und Einkaufshäusern führt die Straßenbahn vorbei. Rollt durch enge Gassen zu allen Sehenswürdigkeiten der Innenstadt. Und die Straßenbahn in Erfurt, sie transportiert nicht nur schlicht Fahrgäste. Es ist nicht nur ergänzend, es ist schon ein ganz immanenter Bestandteil des Stadtbildes. Die Touristen und auch die Einwohner empfinden, dass die Straßenbahn heute das Flair der Stadt Erfurt mitbestimmt, dass man also oft auch Fotos sieht, wo die Straßenbahn vor dem Dom lang fährt und dass man wirklich das Gefühl hat, die Straßenbahn gehört tatsächlich zur Stadtkultur in Erfurt dazu. In der Erfurter Innenstadt werden wieder Gleise installiert. Und auch in München, Frankfurt und Heilbronn wird gebaut. Überall so, dass der Cityverkehr ohne erhebliche Einschränkungen weiterlaufen kann. Das ist wichtig, denn die Rückkehr der Citytram braucht eines von Beginn an: die Sympathie der gesamten Bevölkerung. Essen. Eine Lücke klafft im Herzen der Stadt. Die City ist vom ÖPNV verwaist.
Zwar steuern 17 Busse und Bahnen den Hauptbahnhof an, am Berliner Platz treffen 10, am Porscheplatz gar 14 Linien aufeinander, doch im Kernbereich eine einzige Haltestelle, 10 Meter unterm Hirschlandplatz. Auch die Traditionslinie 109 verschwindet seit 1991 von der City-Oberfläche. Eigentlich sollte sie nur vorübergehend von Steele nach Frohnhausen den großen Umweg über Altendorf fahren. Doch das Provisorium besteht heute noch, denn das U-Bahn-Konzept der Stadt wurde nicht vollständig verwirklicht. Die Folgen: erheblich verlängerte Fahrzeit für die 109 und die starke Frequentierung des Ost-West-Tunnels führt oft zu Verspätungen. Doch nun soll die 109 wieder durch die Innenstadt rollen. Wenn die Stadt Essen die Chance nutzt, die Linie 109 zu bauen, die eine Lücke schließt zwischen Huttrop und Frohnhausen, den Osten und den Westen der Stadt mit dem Hauptbahnhof verknüpft, auch die neue, aufstrebende Weststadt anbindet, dann hätten wir eine optimale Verbindung, oberirdisch, die auch die Qualität der Innenstadt beleben würde. Essen sollte sich diese Chance nicht entgehen lassen. Mehrere Streckenvarianten haben Planer für die Citybahn 109 ausgearbeitet. Bis ins kleinste Detail. Eine führt von der Volkshochschule vorbei am Hauptbahnhof. Anschließend fährt die 109 durch die Reichsbank, über die Lindenallee vorbei am Deutschlandhaus, zwischen Salzmarkt und Sparkasse nur wenige Schritte bis zum Kennedyplatz und in Sichtweite zur Einkaufsmeile Limbecker Straße. Dann geht es über die Kibbelstraße runter zum Limbecker Platz und von dort direkt auf die Frohnhauser Straße. Aber es gibt auch Alternativvorschläge. Also einmal ist hier der Willy-Brandt-Platz wesentlich besser, weil technisch größere Möglichkeiten bestehen, der Radius ein größerer ist. Zum Zweiten ist der Willy-Brandt-Platz attraktiver für den ÖPNV, weil hier der ÖPNV auch wahrgenommen wird und der ÖPNV damit auch beweisen kann, wie man in die Innenstadt hinein kann. Die Führung der Linie 109 durch die Innenstadt, für den Essener ÖPNV ist sie eine Notwendigkeit. 23.000 Fahrgäste nutzen täglich die 109, jeder Dritte hat die Stadtmitte zum Ziel. Die Stadttangente, sie bringt die dringend erforderliche Anbindung an den Hauptbahnhof. Sie entlastet den Ost-West-Tunnel, was für mehr Pünktlichkeit sorgt. Und auch der Einsatz modernster Niederflurbahnen führt zu einer drastischen Verbesserung des Essener ÖPNV-Leistungsangebotes. Allein dadurch erwartet die EFAG jährliche Mehreinnahmen von 500.000 Mark. Weitere 500.000 Mark spart das Verkehrsunternehmen jährlich, da die Fahrzeit der 109 erheblich verkürzt wird. Weniger Züge eingesetzt werden müssen. Das heißt, die städtische Investition von gerade einmal 6,3 Millionen Mark amortisiert sich bereits nach 6 Jahren. Und anschließend sparen die EFAG und somit auch die Stadt Jahr für Jahr 1 Million Mark. Es gibt auch Studien, die das belegen. Es wird ja immer geprüft, ob das öffentliche Geld, was eingesetzt wird, auch sinnvoll eingesetzt wird. Es gibt eine sogenannte standardisierte Bewertung und die geht davon aus, dass ein erheblicher Nutzen für diese Investitionen zu verzeichnen ist. Und zwar größer 2 Mark für jede eingesetzte öffentliche finanzierte Mark. Nicht in der Kosten-Nutzen-Analyse aufgeführt sind die vielen, vielen weiteren Vorteile der Citylinie 109. Vorteile beispielsweise auch für den Individualverkehr. Die Vorteile für den Individualverkehr entstehen dadurch, dass wir größere Verkehrsflächen für den Individualverkehr schaffen. Insbesondere sind dies eine zusätzliche Linksabbiegespur für die PKWs, die sich ansonsten heute vor dem Parkhaus am Deutschlandhaus zurückstauen. Des Weiteren schaffen wir eine zusätzliche Rechtsabbiegespur in der Straße Dritte Hagen von am Waldhausen Park bis hin zur Zufahrt zur Tiefgarage Kennedyplatz. Jeder Abschnitt der neuen Citybahnlinie 109 ist bis ins kleinste Detail durchgeplant. Die Konstrukteure haben größten Wert darauf gelegt, dass wirklich sämtliche zurzeit beanstandeten Verkehrsprobleme entlang der neuen Strecke gleich mitgelöst werden. Unter anderem bessere Zufahrtsmöglichkeiten für anliefernde Lastkraftwagen oder breitere Bürgersteige in bislang engen Gassen. Oder zusätzliche Fahrspuren da, wo der Individualverkehr stets bremste. Das Ergebnis wird sein, mehr Menschen in der Innenstadt ohne ein Fahrzeug weniger. Und das heißt definitiv mehr Kunden. Die Straßenbahn ist ein Schlüssel für die Frequenz in der Innenstadt. Alle Geschäfte brauchen mehr Kundschaft.
Und dementsprechend muss die Möglichkeit, Kunden in die Innenstadt zu bringen, so einfach sein, wie es nur eben geht. Und da ist die Straßenbahn das Primärste, was es überhaupt gibt. Ich habe 11 Jahre einen Laden in der Theaterpassage betrieben, eine Parfümerie. Totschick. Leider Gottes war die Frequenz so rückläufig, dass ich die Konsequenzen ziehen musste. Heutzutage bin ich der Meinung, wenn die Straßenbahn wieder laufen würde, wäre ich froh, wenn ich ihn noch hätte. Die 109, sie bedeutet Belebung der Innenstadt, Sightseeing aus der Bahn heraus, Werbung für den Einzelhandel, Service für Kunden. Auch wir sind grundsätzlich der Meinung, dass für den Einzelhandel eine oberirdische Straßenbahnführung von großem Vorteil ist. Vergessen Sie nicht, die Passanten, die Passagiere der Bahn gesehen, die Einzelhandelsstandorte, was natürlich ein großer Vorteil ist. Die Haltestellenfolge ist typischerweise viel enger. Und dennoch ist der Einzelhandelsverbandschef nicht großer Freund der Citybahn, denn er glaubt, es ist eine zweijährige Bauzeit zu befürchten, die wieder verheerende Folgen hat. 2 Jahre. So lang könnte maximal die Bauzeit der gesamten Strecke von Steele über die Weststadt bis Frohnhausen dauern. Dagegen wird die Bauzeit in der Innenstadt vor der Tür des Einzelhändlers gerade einmal 12 Wochen betragen. Planer haben dies für den Bereich Deutschlandhaus schon ganz genau berechnet. In der ersten Phase kann man erkennen, dass die vorhandene Straße so befahren wird wie heute. Während dieser Zeit wird auf dem Bereich dann zwischen dem Gehweg am Deutschlandhaus und der vorhandenen Straße die neue Straße mit dem neuen Gleis und der Haltestellenkante gebaut. In einer zweiten Phase würden wir mit dem Auto über die fertiggestellte Straße fahren und den Restbereich bauen. Während der gesamten Phasen sind die Gehwege neben dem Deutschlandhaus frei und jederzeit ist die freie Zufahrt zum Parkhaus gewährleistet. Auch Romano Trovato, Besitzer eines luxuriösen Wohnstudios in der Lindengalerie, hatte Angst vor der langen Bauzeit. Nun hat er erstmals den aktuellen Planungsstand und den Ablauf der Bauarbeiten detailliert erklärt bekommen. Also wenn alle Einzelhändler das mitbekommen, wie der Bauingenieur von der IFAG uns das erklärt hat, würden die das ein bisschen positiver sehen. Die Bauzeit wurde angesagt von 2 Jahren. Die wird hier nicht auf dieser Stelle über 2 Jahre sein, sondern wie mir gerade bestätigt wurde, 2 bis 3 Monate, im Höchstfalle 4 Monate. Und darum sehe ich das schon sehr positiv. Besonders positiv sehen auch Entwickler der Weststadt die Citylinie 109. Fast 3000 Arbeitsplätze werden hier entstehen, 800 Menschen werden hier bald wohnen. Bis zu 3 Millionen Besucher werden jährlich erwartet. Ich denke, dass es für den einen oder anderen Kaufinteressenten bei Grundstücken, Investoren, aber auch für den einen oder anderen, der hier eine Wohnung anmietet, durchaus auch ein Entscheidungskriterium sein kann, wie schnell er zu seinem Arbeitsplatz, zum Hauptbahnhof, zu anderen Nutzungen kommt. Die Citybahnlinie 109. Für viele ist sie eine Chance, für viele ist sie eine Notwendigkeit. Und dennoch, eine Entscheidung pro Citybahnlinie 109, sie steht noch aus. Wir sind froh über jeden Kritiker, was dieses Konzept angeht. Aber die Kritik soll dazu führen, dass sich das System insgesamt verbessert. Unsachliche Kritik ist nicht okay. Wir gehen davon aus, dass dieses Konzept nur Vorteile hat. Und deswegen appellieren wir an alle, die sich mit dieser Frage beschäftigen, setzen Sie sich mit den sachlichen Argumenten dieses Konzeptes auseinander und Sie werden feststellen, das Konzept hat nur Vorteile für die Stadt, für die Bürger dieser Stadt, für die Einzelhändler in dieser Stadt und für die Frage, ob dieser öffentliche Personennahverkehr in Essen wirtschaftlich durchgeführt wird oder nicht.